Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hyrule Warriors. Wir sind jetzt in der Mission Ein Licht in der Finsternis in der Ranell-Schlucht. Das könnte interessant werden. Moment. Ah, gut, ich habe mich doch richtig erinnert. Da waren wir schon. Ha! Gut, wir befinden uns dann jetzt auf einer alten Map. Ist doch auch mal wieder schön. Haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Vorgeschlagen wird Link mit seinem Masterschwert oder mit dem Einhänder. Ha. Wir können finden ein Herzcontainer mit Link oder ein Herzteil mit Midna. Haben wir Midna überhaupt schon im Einsatz gesehen? Ja, definitiv. Okay, gut. Dann würde ich sagen, wir fangen einfach mit Link an, weil er gerade einfach der stärkste Charakter ist. Und wir haben immer noch 25.000 Kills auf dem Masterschwert, bis die Fähigkeit aktiviert wird. Seltsam. Link's rashness nearly cost him his life, as shadowy doubles overwhelmed him. At the last moment, Link's allies salvaged a rescue from otherwise certain defeat. Ach was. The Master Sword is a mighty weapon. Oh ja, das ist sie. But its true power can be used only by someone who understands the bonds of friendship. Ah, so ist das also. The Hyrulean army was rallying its strength, but Sia's forces still controlled much of their homeland. The only way to save Hyrule was to defeat Sia. The Hyrulean army headed to the Valley of Seers to force a decisive battle. Ach du Heiliger. But Sia did not sit idle, despite her overwhelming advantage. She found new ways to fortify her troops using her own life force. Was? The cost to herself was irrelevant, so long as she crushed her enemies. The final battle between the armies of light and darkness was about to unfold. Oh mein Gott! Das finde ich jetzt aber nicht so toll, dass die sich selbst opfert, damit die Truppen stärker werden. Na gut. Wenn ich jetzt wüsste, was für eine Musik kommt. Ansonsten würde ich mal wieder sagen, wir nehmen mal wieder eine Custom-Musik. Da muss ich jetzt erstmal durchhören. Kann man eigentlich nehmen? Nein. Oh ja. Nein. Aber es gibt noch ein paar Sachen. Sehr schön. Ich habe mich immer noch nicht entschieden. Nein. Cool. Ach komm, wir nehmen jetzt einfach mal... das. Voll einfach cool. Deswegen... passt. Ich bin mit meiner Wahl, mit der Auswahl zufrieden, die ich hier getroffen habe. Ranell-Schlucht. Ah! Wir finden uns im Tal der Seher, doch unsere Truppen sind zwischen Ost und West aufgeteilt. Die Sense der Finsternis durchströmt mich. Wie soll mich die Armee Hyrules aufhalten? Keine Ahnung, weiß ich selbst noch nicht. Leute, chillt mal! Sie haben die Heiligtümer erobert und ihre Macht versiegelt. Darum sind sie so stark. Oh nein. Und wie besiege ich die jetzt? Ach ja, das ist dieser eine Gegner, den ich in der letzten Folge angesprungen habe, den ich noch davor nicht gesehen hatte. Wenn wir die Heiligtümer der Göttin erreichen, können wir ihre Macht wiedererlangen. Das klingt nach einem Plan. Wenn der Krieg vorbei ist, wird sie ja nur noch eine Geschichte sein. Nur noch Geschichte sein. Zum Ruhm Hyrules! Juhu! Impart große Ziele, würde ich sagen. Oder große Erwartungen an das Können von uns. Wir dürfen nicht verlieren, Freunde. Auf keinen Fall. Ja, erobern wir erstmal ein paar Festungen. Das kann man immer machen. Leicht suboptimal, dass alle Gegner stärker sind und wir, naja, normal stark. Hä? Was ist hier los? Seht ihr die Gefällen dieser dunklen Macht? Das sind die Heiligtümer der Göttin. Mit? Okay. Erobere die Heiligtümer der Göttin. Wird erledigt. Aber erstmal wird der hier blatt gemacht. Der mag ich nämlich nicht. Zelda darf nicht fliehen. Wie wenn du das vorgehabt hast, Zelda. Dann werde ich aber grantig. Im Osten und Westen befinden sich Heiligtümer. Begib dich zu jedem, was...
das am nächsten ist. Ja gut, dann gehe ich hier hin. Low-Rule-Zeichen. Ich kümmere mich um die Feinde, die uns auf uns zumarschieren. Du gehst zu den Heiligtümern. Bin doch schon längst dabei. Link hat die Westwehrfestung erobert. Weil er einfach der Beste ist. Und das war unnötig, aber egal, ich habe sowieso zu viel von diesen Spezialattacken. Und ich setze ja sowieso fast nie ein, also lasst mich. Ich will auch mal Spaß haben. So, erstes Heiligtum eingenommen. Yay! Das Westheiligtum wurde erobert. Ich empfehle nun die Eroberung des Ostheiligtums. Wie wär's mit Nein? Will grad nicht. Habe ich vielleicht auf leicht gelassen? Ihr denkt, ihr könnt mich besiegen? Ihr braucht wohl ein paar auf die Omme. Keine Ahnung. Dum, dum, da, 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 da. Oh nein, der Feind hat es auf Prinzessin Zelda abgesehen. Oh no, wie konnte das bloß passieren? Wer hätte das ahnen können? Oh, das sieht gar nicht gut aus. Na, es geht doch noch mit einer... Heul mal nicht rum. Ich glaube, ich habe auf leicht gelassen, oder? Oder liegt das jetzt am Masterschwert? Kann ich das irgendwo einsehen? Das... Okay, was ist denn überhaupt unsere Mission? Besiege Sia, okay. Mission, erobere die Heiligtümer der Göttin. Ja, okay, weiß ich noch. Oh, Volga ist wieder dabei. Dinodorus. Ah, okay, so heißen die. Natürlich. Nee, ist auf normal. Okay, dann habe ich keine Ahnung. Dann liegt's wohl einfach am Masterschwert. Es ist halt echt geil. Nee. Ich darf hier nicht verlieren, nicht auf diese Weise. Leute, was ist los mit euch? Warum haben Midna und Impa nur noch halbes Leben? Das kann ich ja nicht gut heißen. Du zeigst eine bemerkenswerte Kampfkraft. Danke. Und Midna hat noch nur noch ein Drittel Leben, meine ich. Verdammt. Was soll ich nur tun? Okay, ein Viertel. Ich glaube, ich sollte langsam mal wirklich zum Midna laufen. Oh Gott, warum ist da jetzt schon wieder was? Kann mir jemand helfen? Bin dabei. Scheiße. Das wird knapp. Wie soll ich denn da so schnell jetzt hinkommen? Okay, erstmal gucken, wo Midna ist. Die habe ich gerade überhaupt nicht auf dem Schirm. Da. Kannst du nicht auf dem Weg liegen? Okay. Ja, Gott. Oh Mann, das wird knapp. Mir scheint, du bist ein wahrer Held von Hyrule. Oh ja, das bin ich. Toll, wie komme ich denn... Oh Gott, noch ein Zehntel. Ein paar Schläge, dann ist sie down. Nein! Nein! Lass den Scheiß! Ah! Sehr gut, Midna gerettet. Impa, bin gleich auf dem Weg. Leute, was tut ihr denn? Schlimm mit euch. Den Vorboss nehme ich kurz mit. Auf dich kann man sich verlassen, glaube ich, hieß es. Keine Ahnung, ich habe es nicht mehr lesen können. Überhaupt gar nicht. Ich höre ihn nicht. Impa ist gleich tot. Was macht ihr, Leute? Skulltula oder Impa? Skulltula oder Impa? Komm, der muss hier drunter sein. Oh Gott, Impa ist gleich tot. Impa ist... Zehntel, Zwanzigstel... Ein Schlag, dann ist sie tot. Nein, 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 nein! Oh Gott, das war knapp! Alter, die Anzeige hättet ihr sehen müssen. Danke für deine Hilfe. Das war... Sie war eigentlich schon tot. Oh Gott. Obwohl, ihr habt es ja gesehen. Das hat ja immer noch so ein Overlay. Dingenskirchen. Oh, Heiligtum erobert. Junge. Was ist das für ein Sound? Ist die Göttin Alien oder was? Die hatte ich schon mal weiß nur, das Westen sind erobert, doch die dunkle Macht ist nicht fort. Ja, das ist nicht mein Problem. Nicht den Mut verlieren, es muss ein weiteres Heiligtum geben. Jetzt chillt doch mal alle und. Ja, ich mach hier schon. Oh, das sieht gar nicht gut aus. Oh, Midna, was tust du denn? Dum, da, dum, dum, da, 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 da. Okay. Lana, wo ist das letzte Heiligtum? Bladdelup.
Weißt du es vielleicht? Moment, es gab 3 Heiligtümer. Ja, da ist es. Eins war im Süden. Da fällt ja früh ein. So, ich würde sagen, wir gehen schnell zur Mitte nah und gucken mal, was wir da für sie tun können. Überlass mir die Suche. Ich weiß ungefähr, wo es ist oder sein könnte. Lana sucht das Heiligtum der Göttin. Hui! Das machst du toll. Immerhin, das müssen wir nicht selbst machen. Das ist praktisch. Kann mir mal jemand helfen? Och, Mädel. Wenn du dir so einen Scheiß immer selbst einbrockst, kann ich da nichts für. Andererseits sollte ich vielleicht wirklich helfen. Ich meine, jetzt ist sie ja direkt in der Nähe. Okay, kein anderer braucht Hilfe. Ich kann ungestört einfach mal hingehen und mal kurz gucken, was da los ist. Ah! Warum habt ihr das immer noch nicht eingenommen? Mensch, 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 was für Trottel. Du da weg. Auf dich kann man sich anscheinend verlassen. Ja, das kann man. Ich bin Link, hallo? Auf mich kann man sich immer verlassen. Die Westwings stehen kurz vorm Fall. Leute! Von woher kommen die denn überhaupt? Mal ehrlich, da oben habe ich alles freigeräumt und plötzlich wird da oben belagert wie sonst was? Oder meinen die das hier? Du stellst dich im Kampf gar nicht mal so ungeschickt an. Ja, Midna, das müsst du aber eigentlich schon wissen. Jetzt habe ich überhaupt nicht drauf geachtet, ob es das war. Ich wäre ganz froh, wenn du sterben könntest. Danke. Konnte die Notorus wurde besiegt. Oh, wir haben von ihnen eine Waffe bekommen. Yay, ich liebe Waffen. Warum nicht Material? Das kann man wenigstens gebrauchen. Aber nein. Westruinen sind gefallen. Achso, die da oben. Ach so, natürlich. Okay, da oben habe ich natürlich nicht freigeräumt. Das ist verständlich. Bogen! Komm schon. Jetzt noch ein bisschen näher ranrücken. Ich hatte recht. Seht alle her. Hier ist das Heiligtum. Ah, das ist ja schön. Wie der Bogen einfach nur alle wegfetzt. Ich liebe diesen Bogen, dieses Item, was auch immer. Es wird eindeutig meine Lieblingswaffe bleiben. Oder mein Lieblingshilfs-Item. Bin mir nicht sicher, wie ich es bezeichnen soll. Vor allem ist die Power von dem einfach unübertrefflich. Definitiv besser als die Bomben. Zumindest, wenn die Gegner weiter auseinanderstehen. Ah, verdammt, ist nur der Boomerang. Oh mein Gott, Darunia hat eine Festung erobert. Ich kann es kaum glauben. Ah, volle Herzen. Yay. Das kann man gebrauchen. Manchmal. Wo ist eigentlich der gute Volga hin? Kann mir das mal jemand sagen? Der müsste ja eigentlich auch hier sein. Das war ja irgendwo in der Beschreibung drin. Durchschnetzeln und Spezialattacke. Weil wir es einfach übrig haben. Material erhalten. Jui. Alter, sind das viele Gegner. Ich frage mich, ob es irgendwann mal eine Mission gibt, wo man wirklich mal 25.000 mit einem Stück töten kann. Das wär's ja mal. Naja, dann sollten sie aber auch genügend schwach sein, die Gegner. Ansonsten könnte das eine Weile dauern. Und ich weiß nicht, warum. Das klingt trotzdem wie ein Ofu. Das ist... Ah. Liebe Entwickler, was habt ihr euch dabei nur gedacht? Das kann ich nicht gutheißen. Moment mal. Ich bin schon wieder 9 Minuten dabei, irgendwie Monsterherden abzuschnetzeln. Gott, was ist los mit mir? Ich versuche mich ja dran zu halten, dass ich das nicht immer mache, aber irgendwie klappt das nicht. Da oben ist eigentlich noch relativ alles frei. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir überhaupt gar nicht. Egal, ich räume jetzt erstmal das Hauptquartier auf. Unser Ex-Hauptquartier, natürlich. Das ist ja jetzt nicht mehr besetzt, weswegen auch immer. Macht mal Platz, Leute. Danke. Das habt ihr gut gemacht. Weg mit dir. Ich mag dich nicht. Das ist mein... meine Festung. Sag ich doch. Zumindest jetzt. Toll, jetzt haben wir schon 3 Alienstrahlen. Gut, was... kriegen wir jetzt dafür. Die Moral der Truppen des Bösen sinkt. Naja, und es
hat man nicht wirklich gemerkt. Wir haben das Siegel gebrochen. Unser Feind ist geschwächt. Leute, das sind Skelette. Die sind so oder so schwach. Ihr habt alle drei Heiligtümer zurückerobert? Hm, erstaunlich. Von wegen erstaunlich. Zwischensequenz. Sie sind Chica? Uah! Zur Erinnerung, Chica haben rote Augen. Aber okay, das waren nicht komplett rote Augen. Erlaube mir dir eine Lektion zu erteilen. Hohoho. Oh, sie wird vulgar. Nee. Was ist jetzt los? Lana wird gefangen. Nee, irgendwas passiert. Was passiert? Portal. Oh je. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Überhaupt nicht gut. Sia, das ist Wahnsinn. Was passiert hier? Was ist... Ach du Heilige. Woran man erkennt, dass ein Charakter durchgedreht ist. An den Pupillen. Gott, hilf dir. Sia, das ist alles dein Werk, oder? Kann man davon ausgehen. Ihre Seele. Sie ist nicht sie selbst. Die Gier nach Macht hat sie blind gemacht. Macht auf Macht rein. Okay, Macht auf G, Macht rein. Das kann man natürlich machen. Es wird Zeit, dass ich zur Seite... dass ich dir zur Seite stehe. Zelda, komm zu mir. Wisst? Nur Zelda, nicht ich. Die große Fee ruft mich zu sich. Ich muss zur Quelle der Göttin. Verdammt. Unterstütze den Vormarsch von Zelda. Wie wäre es mit Nein? Ich will Schnitzel. Prinzessin Zelda, ihr solltet nicht alleine dorthin. Ich werde euch begleiten. Genau, macht das mal. Finde ich gut, dass die endlich mal auch was tun. Eskortiere Zelda. Hey, ich werde sicher nicht zurückbleiben. Ich komme auch mit. Oh Gott, da wird doch ganz sicher was passieren. Da ist doch irgendwie was faul. Vielleicht sollte ich mitkommen. Je mehr, desto besser, oder? Ja, komm, die werden doch alle eingesperrt. Das ist sowas von klar. Das kann doch nur eine Falle sein. Link hat 2000 Feinde besiegt. Das ging richtig schnell. Oh Gott, ich sing wieder. Schlecht. Ganz schlecht. Das mag ja keiner, wenn ich singe. Zumindest habe ich ja auch nie das Gegenteil gehört. Also von daher lasse ich es. Die große Fee möchte, dass dieser Blub. Und wir sollen so viele Feinde wie nur möglich auf den Platz von der Quelle locken. Dann nutze ich den Magiekreis, um unsere Feinde mit einem Schlag zu besiegen. Okay. Locke Feinde von vor die Quelle der Göttin. Die Bedingungen für eine Niederlage haben sich geändert. Ich rate, Zelda darf nicht fliegen und die Quelle der Göttin darf nicht fallen. Das ist ja schön. Aber das Gute ist jetzt endlich mal, wir haben jetzt gleich endlich aufgeräumt. Auch wenn ich das gar nicht tun wollte. Ich locke Feinde vom Osten her an. Dann mach mal. Darunia rückt vor, um den Frostnachtschwärmer anzulocken. Das macht ihr gut. Okay, lass mich die Verstärkungstruppen des Feindes aufhalten. Sie dürfen den Magiekreis nicht finden. Leute, chillt doch mal. Wir haben doch Zeit und wir haben Link auf unserer Seite. Wir übernehmen die Verstärkungstruppen des Feindes. Wir müssen auch die Feinde im Westen anlocken. Leute! Macht doch kein Projekt da draus. Locke den Dinodorus vor die Quelle. Wo auch immer oder wer auch immer der Dinodorus ist von den drei Typen. Wir werden angegriffen, so kommen wir nicht weiter. Ich war doch sowas von klar. Beschützter Runja, wo ist der Typi denn? Muss jetzt etwa wieder auf der Karte nachgucken. Ach Mann. Damit habe ich nicht gerechnet. Ist er vielleicht da hinten? Ach so. Nee, das interessiert mich nicht. Das darf ruhig fallen. Ist mir egal. Darunia wurde unterstützt und der Nachtschwärmer ist tot. Hey, vielen Dank. Hast was gut bei mir? Oh, bei einem Goron was gut haben. Das wird mir viel helfen. Nee, ernsthaft. Welcher Frostnachtschwärmer hat mich bemerkt und rückt in die Nähe der Göttin, der Quelle der Göttin vor? Ich verstehe es nicht. Was passiert hier? Volga, soll ich dir eine Prise meiner Macht borgen? Geh und spiel mit unseren Freunden. Das klingt nicht gut. Alter, Volga, chill mal!
Wo ist er denn? Ich sehe ihn nicht. Der Ostruinenraum ist offen. Was passiert hier? Warum sind hier so viele Gegner? Was? Dieser Kerl, er strahlt eine Macht aus, wie ich sie noch nie erlebt habe. Außer in Skyward Sword natürlich. Beziehungsweise in der Welt. Der Drachenritter ist gefährlich. Wir müssen auf der Hut sein. Wo ist denn der Typ? Ist das der da hinten? Haben wir immer noch unseren Freidingenskirchen? Unseren Magiekreis? Du zeigst eine bemerkenswerte Kampfkraft. Ich würde sagen, er ist nah genug dran. Volga hat den Wirkungsbereich des Magiekreises betreten. Ah, genau das war meine Frage. Die Truppe des Bösen wurde vor der Quelle gelockt. Und jetzt können wir den Magiekreis aktivieren. Warum muss ich den aktivieren? Ich dachte, du machst das. Du hast das doch extra gesagt. Warum muss ich jetzt beten? Egal. Hallo, große Fee. Mach was Cooles. Mach was richtig Cooles. Ich will was Cooles sehen. Zu oft cool gesagt. Das ist bestimmt nicht cool. Was machen die Feen jetzt? Das Triforce. Und der Adler. Okay. Der Magiekreis hat die Truppen des Bösen getroffen. Und Volga lebt immer noch. Alter, er ist ein Monster. Aha, beeindruckend, aber ich habe schon weitaus Besseres gesehen. Oh, das hat sie ja gesagt. Ich dachte, das war Volga. Ah, lass mich. Nein, ich war zu langsam. Ah, euer Ende ist nah. Warum reimen die heute alle mit Unreimen? Menogusta, das gefällt mir nicht. Besiege Volga, bin dabei. Warum hat er wieder so viel Leben? Ich mag das nicht. Hör auf damit. Volga kämpft mit Zelda. Nein, tut er nicht. Volga ist tot. Schürzt sich nicht, die Schlacht nur mit der Hilfe der dunklen Magie zu gewinnen? Ich glaube schon. Siehst du nicht, dass er sich schon entschuldigt? Grrr, machst du dich über mich lustig? Ja, weil du am Boden liegst. Du bist so klein und unbedeutend. Zelda versucht, Volga zu beeinflussen. Oh! Öffne deine Augen. Du warst einst ein stolzer Krieger. Kein Handlanger dunkler Mächte. Oh ja, genau so beeindruckt man den. Nein, nein, keine dunkle Macht kann mich beherrschen. Doch, so ein bisschen. Volga hat die dunkle Macht aufgegeben. Hä? Oh, hä? Okay. Hä? Ich mag verloren haben, doch ich bereue nichts. Hä? Was? Volga hat verloren. Diese nutzlose Blindschleiche. Oh, Blindschleiche. Sie hat Blindschleiche gesagt. Oh, Volga ist tot. Na gut. So soll es sein. Macht sie nieder. Lass keinen von ihnen am Leben. Werden wir sehen, ob ich da mitmache. Oder nicht mitmache. Sia, bitte, es reicht. Ich glaube, sie macht sich ein bisschen Sorgen um ihre schlechtere Hälfte. Besiege Sia und bereite Blub. Sia ist die letzte Hürde, die wir noch nehmen müssen. Bereite ihrem Treiben ein Ende. Bin doch dabei. Chill doch mal alle. Menschenskinder. Dass sie aber auch überhaupt keine Ruhe geben können. Lass das Kleinvieh meine Sorge sein. Sia wird dir schon genug Kopfschmerzen bereiten. Nein, wird sie nicht. Dass du mir ja nicht stirbst, hörst du? Wenn du das tust, dann rede ich nicht mehr mit dir. Warum nicht? Das ist ja voll unfair. Wenn ich tot bin, will Midnight nicht mehr mit uns reden. Kann ich nicht verstehen. Dabei sind wir doch so nette Kerle. Komm schon. Leute, könnt ihr nicht auch was machen? Ich meine, ich erober hier im Alleingang alle Festungen. Und was habt ihr gemacht? Ich verstehe es gerade nicht. Die stehen da alle auf dem Vorplatz rum.
Kann mir das jemand erklären? Bitte? Ach Mann, also manchmal muss ich schon sagen, dass die nicht so tolle sind. Der einzig tolle ist der Link, beziehungsweise jemand, den man gerade spielt. Oh, endlich. Volle Magie, das hatten wir noch nie. Und wir setzen sie so auch so häufig ein. Ich kann schon gar nicht mehr abzählen, wie oft wir Magie verwendet haben. Bestimmt schon zweimal. Zumindest während ich aufgenommen habe. Ansonsten aktivierst du eigentlich schon recht häufig, aber... Ich weiß nicht. Das ist so toll, wenn man die hat und die spart man sich einfach für einen Endboss auf und dann attackiert man den einfach eine halbe Minute lang, dann ist er tot. Ich mag das so ein bisschen lieber. Warum fällt das gleich? Was habt ihr getan? Ich verstehe es nicht. Wir brauchen noch den Herzcontainer. Fällt mir gerade mal auf. Und was ist hier? Truhe. Aha. Nichts als Rubine. Die brauche ich nicht. Bogen. Ausrüsten, hinlaufen, töten. Das ist die kürzeste Beschreibung, die ich für einen Bogen geben kann. Unser Vorposten. Yes. Mach sie platt, Link. Warum zum Teufel? Ich habe doch schon voll viele Feinde besiegt. Warum ist die Anzeige nicht runtergegangen? Verstehe ich nicht. Ach, jetzt. War der Bogen zu schwach? Verstehe ich nicht. Warum war der zu schwach? Normalerweise tötet ihr doch alle Gegner mit einem Schlag. Außer halt die Special-Gegner. Ah, Truhe! Nicht die richtige. Ich habe so ein Gefühl. Symmetrie sagt mir, dass die Truhe mit Link auf der anderen Seite ist. Warum ist das gerade passiert? Verdammt! Ich glaube, ich muss noch mal dahin. Ja gut, wenn dem halt so sein soll, dann mache ich das auch. Gut, dass ich habe mich verklickt. Gut, dass ich nicht A gedrückt habe. Schon 21 Minuten, natürlich. Und wegen diesen 6 Leuten ist auf dem Radar so ein Megafleck. Also manchmal verstehe ich das nicht. Bogen bitte. Bogen. Bumerang meine ich natürlich. Baby. Es dauert nicht mehr lang. Warst du es, der die Festung erobert hat? Mit dir habe ich Mühlchen zu rupfen. Oder halt eine Echse zu häuten. Ich habe das Gefühl, ich muss mit dem Wortspiel noch ein bisschen üben. Ist nur so eine Vermutung. Und Festungskommandant. Der gleich ableben wird. Weil er ganz große Lust drauf hat. Okay. Ah, die Aliens sind wieder da. Nur noch eine Festung. Dann sind wir die Besten. Und ich wette, da unten sind wieder so 1000 Gegner, die nicht sterben wollen. Und da unten auf der Karte sind noch 2 Flecken. Warum? Ich hab doch alles aufgeräumt. Oder habe ich das von Anfang an vergessen? Ich weiß es nicht. So genau habe ich jetzt auch nicht drauf geachtet. Seht ihr, die wollen einfach nicht sterben. Kaum drehe ich mich um, sind dann schon wieder neu da. Oder vielleicht auch nicht. Ich habe sie besiegt. Unglaublich. Und da rechts ist auch noch ein roter Fleck. Warum? Noch mehr? Nein. Bombis. Yay. Bomben. Mehr Bomben. Oh, der Festungskommandant ist schon da. Oh, das ging schnell. Tut mir leid, du musst sterben. Nichts gegen dich. Wirklich nicht. Zumindest teilweise. Jetzt können wir gegen Sia kämpfen. Das wird richtig geil. Nee, aber ehrlich.
Wir kämpfen wirklich gegen sie. Na, das wird jetzt was. Oh. Oh. Freigeben ab 12. Ich kann nichts dafür. Ich bleibe bei freigegeben ab 12. Okay. Die schwarze Zauberin. Sia. Glaubst du wirklich, du könntest mich besiegen? Hinfort mit dir. Was tust du? Aua. Bereite ihr ein Ende. Ein für alle Mal. Bin dabei. Chill mal. So. Spezialattacke. Die sie natürlich in der Luft trifft. Spezialattacke. Hast du vielleicht noch ein paar letzte Worte? Wenn ja, dann würde ich sie jetzt gerne hören. Hm, das hat wehgetan. Dafür wirst du sterben. Ja, das werden wir sehen. Sie hat sich mittels der Kraft des Finsternis aufgeteilt. Warum? Sie ist gleich ganz doll weg. Ganz doll weg. Wow. Material erhalten. Oh, ich muss ganz viele falsche Sias töten. Ich glaube, das ist die falsche. Von der geht das Leben so schnell runter. Ah, da sind Schatten links. Jetzt weiß ich nicht, ist das der... Ist, welche ist die richtige? Oder welche ist die falsche? Ich will die falschen töten. War es die falsche? Ja. Sehr gut. Noch ein neues Material. Yes. Komm schon, ich will noch mehr haben. Welche hat jetzt dadurch mehr verloren? Das war eindeutig die, die ich anvisiert habe. Komm schon. Ich habe die Hoffnung, dass wenn ich die öfter aufteilen lasse, oder beziehungsweise die richtige, die falschen immer treffe. Was passiert hier? Warum sind da ganz viele Schatten links? Das war die falsche? Ja. Also ich habe jetzt die Hoffnung, dass wenn jetzt noch eine übrig ist und das die richtige ist, dass sie sich dann nochmal aufteilt und wir dann unendlich Zeug von ihr farmen können. Das wäre toll. Aber erstmal Spezialattacke. Also ich muss schon sagen, sie hat, glaube ich, keine Chance. Ist ein bisschen unfair, oder? Oh nein, was tust du? Was ist das denn? Was ist das denn für eine Attacke, bitte? Oh. Sie ist tot. Ich hab sie besiegt und sie ist jetzt weg. Lana, warum? Oh. Weil du böse warst? Sia. Moment mal, was passiert jetzt mit Lana? Ich hab den Herzcontainer nicht gefunden. Nein! Sia. Wir sind uns gleich. Wir beide sehen uns nach jemandem, mit dem wir uns, dem wir nicht zusammen sein können. Kannst du deine Gefühle für immer verschlossen halten? Ja, kannst du. Ganz gleich in welcher Zeit, das Band zwischen ihnen ist stärker, als wir uns vorstellen können. Es zu brechen ist unmöglich. Das stimmt, das stimmt. Du bist einfach zu brav. Nein! Wie sollen wir denn jetzt noch mit Sia spielen? Beziehungsweise ihren Charakter freischalten. Was denkt ihr euch denn immer, Leute? Freigeben ab 12. Schon vergessen. Okay. Ach Mensch. Und jetzt? Was passiert hier? Ah. Der Rest liegt in euren Händen. Ach, die kehren natürlich in ihre Zeitepochen zurück. Natürlich, okay. Ah. Bringen wir das Licht zurück nach Hyrule. Jo. Machen wir. Moment. War's das? Was? Warum? Nein, ich will nicht, dass es vorbei ist.
schnell, ich muss das DLC kaufen. Es darf nur nicht vorbei sein. Nein! Okay. Damit sollten die Dinger wieder so sein, wie sie einst waren. Und damit ist es für mich Zeit zu gehen. Lana! Werden wir uns wiedersehen? Lebt wohl. Oh, ich glaube, der Schmerz, Link zu sehen in dieser Zeit mit Zelda, tut ihr zu sehr im Herzen weh. Und deswegen muss sie verschwinden. Es ist so traurig. Aber Lana war ein cooler Charakter, muss ich mal sagen. Die ewigen Weiten. Ich hätte mich gefreut, wenn das jetzt Zeldas Wiegenlied gewesen wäre, aber irgendwie war das nur Geklimper. Link, der Held. Von allen anerkannt. Das Masterschwert auf seinem Rücken. Hat Hyrule mal wieder gerettet. Und Prinzessin Zelda natürlich auch. Moment! Was geschieht dort? Die letzte Kiste geht auf! Die Kiste, die bisher verschlossen war. Und alle vier bösen Elemente, Teile der Seele, vereinen sich wieder. Ganondorf ist zurück. Nein! Hat das Ganze denn nie ein Ende? Schlacht gewonnen, 15.000 Rubine. Nicht schlecht. Gut, wir haben ein paar neue Waffen und sonstiges Zeug. Mag ich nicht. Ich muss sagen, die Stäbe von Lana sind so ziemlich eine der schlechtesten Waffen, die ich bisher so kennengelernt habe. Geht eigentlich, aber zu schwach. Gut, das kann weg. Wir bekommen ein Frost-Talisman, wir bekommen Volgas Helm, wir bekommen Sias Armband. Und das sogar viermal, hoho. Wir bekommen Frostessenzen, wir bekommen Dinodorus-Reißzähne und Monsterzähne. Und natürlich noch ein weiteres Fragment. Och Lana, warum guckst du denn so traurig? Ach Mensch. Ich glaube, selbst auf diesem Bild ist sie eifersüchtig auf die beiden hinter ihnen. Es ist so traurig. Ab sofort kannst du auch als Ganondorf spielen. Schwerter des Bösen. Von Dunkelheit beseelte Schwerter. Halte den letzten Knopf eines Kombo-Angriffs gedrückt, um ihre Leiste zu füllen. Der starke Angriff verbraucht die Leiste. Ich muss dazu sagen, das steht, also so ein Text steht ja bei jeder Waffe dabei und ab und zu kommen dann auch sehr interessante Sachen. Wie zum Beispiel, dass man bei Lana halt gegen diese Barrieren, die sie manchmal erschafft, gegenspringen kann mit dem starken Angriff oder halt jetzt gerade sowas hier. Alter, also dieses Spiel ist schon recht komplex, muss ich sagen. Aber man bekommt es auch mit den ganz normalen Standardangriffen hin. Wie geil ist das denn? Holzschwert 8-Bit. Zum Schwert gehört auch ein Schild. Mit dem starken Angriff fügst du mehreren Gegnern Lichtelementarschaden zu. Halte X gedrückt, um eine Wirbelattacke auszuführen. Wie geil ist das denn jetzt? Okay, es kommt noch eine Mission. Oh, sehr schön. Toll, aber uns fehlt der Herzcontainer und Midnas Herzteil. Gut, aber das werde ich einfach gleich so machen. Einfach so, nebenbei. Ja, auf jeden Fall seht ihr das gleich, wo das zu finden ist. Ich denke, ich werde jetzt einfach mal mit dem 8-Bit-Schwert da reingehen. Oh, man spielt in der nächsten Mission nur als Ganondorf. Interessant. Interessant. Okay. Okay, also, ja, ihr habt jetzt schon gesehen, wo es die Zeile zu finden gibt und damit verabschiede mich und sage dann einfach mal bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.